Die neue Dekade beginnt hier bei Terraforming Einhall. Außerdem ab jetzt in der 1.20.4. Ich weiß, mit starker Verspätung. Aber ich hatte halt keine Lust für die 1.20.4 die Scheide rauszusuchen. Und jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Deswegen ist jetzt auch alles hier in der 1.20.4. Ja, bei Terraforming Einhall bin ich immer noch dabei, hier dieses Waldstück aufzuforsten. Ich konnte allerdings dank der Schalkerkisten ganz bequem die erfarmten Setzlinge und die erfarmte Erde von Rayono City mit hierher bringen und kann hier jetzt schön weiter aufforsten und Erde aufschütten. Hier beim Museum habe ich jetzt endlich mal bei der komplexen, dicken Struktur weitergemacht. Die hat ja zuletzt pausiert, weil ich erst die Keramik gebraucht habe, dann das Kaktusgrün und jetzt hatte ich dann endlich alles, was ich brauchte. So. Nee, hatte ich nicht. Ich musste jetzt als nächstes nämlich erstmal neue Gerüste mir besorgen, um die Deckenkonstruktion überhaupt machen zu können, weil ich ja blöderweise darüber schon den nächsten Boden hatte, sodass ich nicht auf der Decke rumlaufen konnte. Und ich dachte, also ich hätte ja so wenig Bambus, weil meine automatische Bambusfarm ja nicht so in Betrieb ist. Bis mir eingefallen ist, ich habe dahinter ja noch eine nicht automatische Bambusfarm. Da ist ja ganz viel Bambus, den ich abernten kann. Also konnte ich mir dann mal ein paar Gerüste konnte ich mir dann mal hier zusammenschustern, um hier oben bei der Decke weiterzukommen. In Kleinbonum habe ich hier mal ein bisschen den Boden weiter begrünt und habe vor allem da diesen Turm, sieht man ihn nicht in den Shadern, diesen Turm da habe ich gebaut, da, um den Palisadenwald in die Richtung hier fortzuführen. Allerdings habe ich dann vor allem hier erstmal den Graben weiter gebuddelt. Und ja, das heißt, der Berg muss auch weiter abgeschreckt werden, damit er nicht so direkt in den Graben rein wird, wie man hier sieht. Hier wird mal wieder in der Wüste weiter gebuddelt. Und auch bei der Wüste sind wir jetzt bei mir Schalkerkissen angekommen. Das heißt, wenn mein Inventar voll ist, muss ich nicht erst bis zum Lager zurück, sondern kann einfach zwischendurch die beiden Schalkerkisten hier befüllen. Und geht es erst zum Ende des Parts ins Lager, wo ich die Schalkerkisten einfach so wie sie sind, dann abstelle. Wir befinden uns hier im Rathaus. Hier die Türen, die führen in den großen Versammlungsraum, der noch nicht existiert. Aber ich habe hier rechtsrum schon den Gang gemacht. Die Räume sind auch schon alle fertig. Hier geht es übrigens zum großen Versammlungsraum, der noch nicht existiert. Und dann geht es hier noch weiter. Hier geht es zum großen Versammlungsraum, der noch nicht existiert. Und hinter dieser Tür ist der große Versammlungsraum, der noch nicht existiert. Hier geht es jetzt quasi nicht weiter. Außer ich mache den großen Versammlungsraum. Aber bevor ich den mache, muss ich jetzt den ganzen Schlauch, den ich rechtsrum gemacht habe, auch linksrum machen. Und damit habe ich bereits dann jetzt angefangen. Das sieht man hier. Diesen Raum habe ich jetzt gemacht. Und dann ist mir eingefallen, das hilft mir erst noch gar keine Wände. Deswegen bin ich dann erstmal rausgegangen, bevor ich den Schlauch weitergemacht habe. Weil so ein Schlauch ohne Wand drumherum ist ja doof. Deswegen habe ich dann jetzt erstmal gesagt, da muss ich jetzt erstmal die Wand habe ich jetzt hochgezogen. Und als nächstes muss vielleicht erstmal die Wand hier hochgezogen werden. Damit ich da drinne den Schlauch um den Versammlungsraum machen kann. Ja, hier, man sieht, hier ist noch ganz viel grünes Land. Und jetzt bin ich im großen Versammlungsraum, zu dem echt viele Türen führen. Villager Einhall, und ich habe es endlich geschafft. Ich habe jetzt alle. Ich habe jetzt hier alle Villager einmal stehen und kann mit denen demnächst handeln und Smaragde erwirtschaften. Ja, hier in einer bin ich eigentlich gerade im Pokémon-Center von Rayono City. Aber das muss ich dann jetzt auch mal kurz unterbrechen für die Villager. Was? Warte mal. Ach man, jetzt ist der natürlich. Habe ich hier kein. Das geht. Doch, ich kann hier lang. Okay. Ja, der. Oh, die sind aber teuer alle hier. Ah, mit der ist schon Meister. Ja, dem kann ich Steine geben. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich gerade das Inventar voll mit Materialien für das Pokémon Center in Rayono City. Und hier das mache ich jetzt noch. Weg damit. So. Im Tunnel zum Exil des Kings. Jetzt auch gut vorwärts. Ich hatte mir aus St. Oliver 2 ganz viel Granit geholt und konnte den Boden bis zum Schluss, ach da vorne ist er ja schon, bis zum Schluss verlegen.
Ich stehe in der Turbiland. Eigentlich wäre das Kino dran, also das Kino ist auch dran, aber ich brauche ja für das Kino jetzt ganz viel Eisen. Deswegen habe ich jetzt in den Suche nach der Eisenfarm gesucht, die ja so ergiebig sein soll. Chrissy sagt ja, sie hat immer zu viel Eisen, aber ich habe die Eisenfarm nicht gefunden. Und dann habe ich in Turbiland gesucht. Da kann man auch die Eisenfarm benutzen. Ich glaube, gegen 10% Abgaben. Aber irgendwie, ich bin ja jetzt unter den Dorfbewohnern von Turbi. Da ist eine Falle, wo Eisengolems reinlaufen können, aber irgendwie kommt ja kein Eisen raus. Ah ja, und dann gehe ich hier jetzt erstmal wieder raus. Denn, ah ja, das hier ist übrigens das Geno, das jetzt nicht so richtig fortgeführt wurde. Aber ich wollte ja auch eigentlich nochmal ins Lager 2. Ich habe mal wieder inventarisiert. Denn hier ist auch die, das Lagersystem ist total vollgestopft, weil ich schon so lange nicht inventarisiert habe. Und das Inventarisieren dauert jetzt auch länger, weil ich jetzt angefangen habe, halt hier auch Schallkackkisten herzustellen. Und die müssen natürlich halt jedes Mal erstmal vorher erstellt werden. Ja. Ja, und ich glaube, die Dekade ist zu Ende. Deswegen sage ich jetzt Arrivederci, over and out.